Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Software and Hardware Tutorial. Heute um Sachen TeamSpeak 3 Server auf einer MySQL Datenbank. Und zwar, ich habe mir einen eigenen Root Server und ich wollte TeamSpeak draufpacken, habe auch alles einwandfrei funktioniert. Doch da ich überlegt, eine SQLite Datenbank sieht ja nicht gerade schlecht aus, aber nee, das willst du nicht. Du willst es in eine MySQL Datenbank reinpacken. So. Alles aufgesetzt, MySQL Server, Port 3.3.0.6, kein Ding. Dann habe ich mir die schönen TeamSpeak-Ressourcen runtergezogen, nämlich den TS3-Server für Windows. Momentan läuft bei mir noch ein Windows-Server, deswegen zieht auch dieses Tutorial nur auf Windows ab. Und ich möchte euch kurz zeigen, was denn ihr kriegen werdet. Normalerweise habt ihr diese Datei sowie diese und diese nicht in den Ordner drin. Bei mir habe ich dieses INI erstellt, genau wie die MySQL-INI und diese Start.bat-Datei. Das hat alles Gründe. Die TS3 Server INI, ich werde sie mal öffnen im Notepad++, beinhaltet diese Daten. Die Daten sind wichtig, weil TeamSpeak, wenn er diesen Server alleine startet, wird immer eine SQLite Datenbank erstellen. Ist ja auch schön und gut an sich, ich wollte es nicht haben, da ich das mit den Backups alles viel zu umständlich finde. Jetzt ziehe ich wieder einen Dump raus, kann den Dump überall einspielen von der MySQL Datenbank, hat sich. So, was ich hier gemacht habe, ist eigentlich nur die lokalen IPs eingetragen, die 127.0.1, ist ja die interne Loopback-Funktion eures Rechners. Wenn ihr einen eigenen Root-Server habt, so wie ich das habe, müsst ihr dort keine IP von euch eintragen. Habt ihr jetzt einen eigenen Server, und wenn gesagt ein Heim-Server, Heim-TeamSpeak-Server, feste IP für ein paar Monate, beispielsweise bei Kabel Deutschland oder anderen Anbietern, dann könntet ihr auch diese dort eintragen. Müsstet ihr sogar. File Transfer, ja, ist das für die Daten, die auf den Server raufgesetzt werden können und wieder runter. Wichtig ist generell, dass diese Werte gesetzt sind. Genauso, dass das Datenblank-Plugin ts3db-mysql geladen wird. Und dass ihr auch die INI dafür aufruft. Das ist wichtig, damit die ganzen Datenbanken bzw. die ganzen Tables erstellt werden können. So, diese ganzen Dokumente werde ich euch auch zur Verfügung stellen. Dazu später mehr. So, gleiches ist die TS3DB MySQL INI, über die wir kurz gesprochen hatten. Die sieht relativ einfach aus. Das sind nämlich die Anmeldedaten für einen MySQL Server. Host, klar, Localhost oder die 127.0.1. Port 3.3.0.6, Standardport von MySQL. Nutzername, dort könnt ihr euren TS-Admin-Namen bzw. den Datenbank-Admin-Namen eingeben, den ihr auch vergeben haben müsst. Genau wie das Passwort dafür und den Datenbanknamen. Damit auch TeamSpeak weiß, das ist die Datenbank, da habe ich Zugriff drauf mit diesem Namen. Das ist das Passwort davon, ich kann mich dort anmelden und ich kann meine kompletten Daten da drin erstellen. Ja, kommen wir zu dem, was am wichtigsten noch dabei ist, nämlich die Start.bat. Die Start.bat macht nichts anderes, außer den TeamSpeak 3 Server mit einem INI-File zu öffnen. Andererseits würde sonst das SQL Paket starten, sprich ihr würdet eine SQLite Datenbank erstellen. Das wollen wir nicht, wir wollen ja direkt die Server-INI sagen, hier TeamSpeak, nimm die Server-INI zum Starten und mach dir einen TS3 Server mit MySQL Anbindung. Diese habe ich dann auch bei mir lokal auf meinem Desktop. Sieht ungefähr so aus. Wenn ich jetzt starten würde, würde es mir nichts bringen, da mein TeamSpeak Server im Hintergrund läuft. Habe ich diese ausgeführt, starte TeamSpeak 3 und ihr kriegt in den Log-Files. Die sind bei mir etwas größer geworden. Kriegt ihr Dokumente. Ja, ich habe mal noch ein bisschen neu oft aufgesetzt. Dort steht ein Key drinne. Ich werde es jetzt nicht öffnen. Dafür müsste ich es alles nochmal neu aufsetzen. Könnte ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mehr erklären zu TeamSpeak 3, wenn ihr dazu was hören wollt, wie das Ganze mit Privilegien, Berechtigungsschlüsseln, Rechtssystem funktioniert. Ich wollte euch nur kurz und knapp fassen. So könnt ihr euren TeamSpeak 3 Server beispielsweise an der MySQL Datenbank anbinden. Und mit dem Satz bin ich raus und tschüss.